Text zusammenfassen, sodass wir dann anschließend darüber sprechen können. Dem Inhalt nach dachte ich, dass wir uns Themen aussuchen, die von Gegenwartsinteresse sind, die wichtig sind und die von unserer Lebenswelt her ein Interesse für sich beanspruchen können. Themen, die Sie typischerweise auch in den Feuilletons der Zeitungen wiederfinden. Ich hatte zum Beispiel gedacht, und das ist das erste Thema, das Sie vielleicht auf der Ankündigung gesehen haben, wie ist das mit der Frage des gerechten Krieges in unserer zeitgenössischen globalisierten Welt? Es gibt da im Völkerrecht eine sehr interessante Entwicklung, die darauf hinausläuft, dass sich die UNO und speziell der UNO-Sicherheitsrat in die Richtung bewegt, dass er Interventionskriege mit humanitärer Absicht als gerechtfertigte Kriege neu definiert. Das hat es lange in der Völkerrechtstradition nicht gegeben. Es stand früher immer der Grundsatz der Souveränität des einzelnen Staates an oberster Stelle. Also da gibt es das grundsätzliche Prinzip der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates. Das ist völkerrechtlich sozusagen in Stein gemauert, dieser Grundsatz. Dieser Grundsatz wird aber jetzt aufgeweicht, gewissermaßen durch das Prinzip der humanitären Intervention. Was wir in Libyen gerade sehen, ist eine solche humanitäre Intervention. Und die Frage, die man sich nicht nur als Politiker oder unter Machtgesichtspunkten, sondern auch gewissermaßen unter philosophischen, auch rechtlichen Gesichtspunkten stellen muss, kann man so etwas rechtfertigen? Wie rechtfertigt man das? Wie rechtfertigt man das sozusagen, dass man das Souveränitätsprinzip so weit einschränkt, dass man sagt, ausländische Mächte dürfen in gewissen Fällen in Staaten intervenieren, obwohl dort eine funktionierende Regierung ist. Also in Libyen gab es bis vor dem NATO-Eingriff, UNO-Eingriff, eine funktionierende Regierung. In Syrien gibt es die, wie schlimm auch immer sie ist, ja, aber sie ist auch völkerrechtlich anerkannt. Diese Regierungen sitzen in der UNO und sind als Staaten von der UNO, als Mitglieder der UNO anerkannt. Also wie kann man dann sich über dieses Souveränitätsprinzip hinwegsetzen? Gibt es dafür überhaupt eine Begründung? Das wäre ein Thema. Und das könnte man, so hatte ich mir das vorgestellt, aufbauen. Zunächst mal durch die Diskussion einiger philosophischer Grundlagen, dann der völkerrechtlichen Diskussion, die es dazu gibt, und schließlich könnten wir untereinander diskutieren, was wir von dieser ganzen Idee der humanitären Intervention halten. Englisch heißt es Responsibility to Protect. Und da gibt es ein grundlegendes Dokument, das ist im Auftrag der UNO ausgearbeitet worden. Das könnte man sich dann mal anschauen. Das wäre also ein Thema zum Beispiel, aber würde schon, sagen wir mal, 4, 5 Treffen vielleicht in Anspruch nehmen. Ich hatte nämlich gedacht, dass wir mit unserem großen Philosophen Immanuel Kant beginnen. Der hat nämlich eine viel diskutierte Schrift zum ewigen Frieden verfasst, in der er auch Gedanken entwickelt über die Zulässigkeit des Eingriffs von Staaten in einen anderen Staat. Wobei er allerdings grundsätzlich das Souveränitätsprinzip verteidigt. Also man könnte mit so etwas anfangen, das gehört gewissermaßen zur eisernen Ration unserer westlichen Zivilisation, wie ich denken würde, das kann überhaupt zur eisernen Ration unserer westlichen Zivilisation seit der Aufklärung gehört. Vielleicht viel mehr noch als andere Philosophen, große deutsche Philosophen wie etwa Hegel. Also nicht nur wegen seiner Überlegungen zum Völkerrecht, zum ewigen Frieden, sondern auch
in seiner Ethik, der kantischen Moralphilosophie, dem berühmten kategorischen Imperativ, in dessen Begründung ein Begriff auftaucht, mit dem wir heute auch noch zu tun bekommen werden, nämlich der der Würde des Menschen. Sie haben die Würde des Menschen genannt im Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Übrigens des Menschen, nicht des Bürgers, nur der Bundesrepublik Deutschland. Ja, also jeder Mensch, der hier ist, genießt den Schutz dieser Menschenwürde durch den deutschen Staat. Dieser Begriff der Würde des Menschen stammt letztlich aus diesen kantischen Überlegungen. Und ich dachte, es ist vielleicht ganz interessant, wenn man sich das mal wieder ins Gedächtnis ruft und mal schaut, wie Kant denn selbst die Würde des Menschen begründet. Ich dachte, dass wir heute darüber sprechen, anhand einer kleinen, berühmten kantischen Schrift, nämlich Was ist Aufklärung? Davon hatte ich, weiß nicht, ob Sie eine Aussage haben, ja. Die, 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 die